Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Ellenweg. So, wir werden mal weitergehen. Wir werden erstmal die Leuchtfackel einstecken. Nehmen wir mal und ein bisschen Munition. Genau, Revolver-Munition sind wir wenigstens wieder voll. Batterien ist auch nicht schlecht. Mal nachladen, aber es ist, glaube ich, ist voll. Okay, jetzt haben wir 13 Taschenlampen. Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Da durch? Haben wir jetzt irgendwas übersehen? Nein. Achtung, Abgrund. Da sind wir in der letzten Folge schon zwei, dreimal gestorben. Schauen wir uns hier noch mal ein wenig hinter dem Gebüsch um hier. Ah, hier scheint es nichts zu geben. Okay. Kann man hier einfach so rein? Ah, geht einfach auf. Okay. Hey. Was war das? Da ist irgendwas abgestürzt da hinten. Okay. Hallo? Uah, der Kettensägenmann. Ach du Scheiße. Es kommen zwei, drei Typen. Ja, werden wir erstmal in Deckung gehen. Wah. Wah. Weg. Hau ab, ich muss weg. Wir müssen erstmal wieder Energie sammeln. Nachladen. Noch eine Fackel. Ich hoffe, wir kriegen den irgendwie noch hin, den Hund. Jawohl, den haben wir geschafft. Nachladen. Das war der Kettensägenmann. Leuchtfackel. Ah, die haben wir schon benutzt. Okay, gehen wir mal weiter. Okay, jetzt haben wir bloß noch eine Leuchtfackel. Hier gibt es hier nichts mehr zum Holen. Das haben wir ja gerade so geschafft. Na, hier gibt es wirklich nichts mehr. Dann gehen wir mal langsam weiter. Gut, dass wir so viele Leuchtfackeln hatten. Sonst hätten wir das gar nicht geschafft. Kommen wir jetzt endlich aus dem Wald wieder raus, oder? Kommen noch mehr mit diesen Kettensägen. Okay, es ist wieder ein bisschen ruhig. Wo geht es denn hier hinten hin? Laufen wir nicht so weit vom Weg weg. Ah, da oben ist Licht. Halt. Dann werden wir mal da nach oben gehen. Ja, ich denke mal, das wird bestimmt nicht der letzte gewesen sein. Vielleicht mal ein Kontrollpunkt wäre nicht schlecht, wo man das Spiel mal speichern kann. Alderwood, Nationalpark. Okay, Kontrollpunkt wurde gespeichert. Dann müssen wir da dann nach unten. Oh, oh. Barry? Die Veranda ist voller Vögel. Es ist wie bei Hitchcock. Halt dich versteckt. Ich bin unterwegs. Öffne nicht die Tür. Oh, oh. Bin ich denn verrückt? Versteck dich. Ich bin bald da. Lass auf jeden Fall das Licht an. Ah, da geht einfach so aufs Geländer hoch. Also, okay, schöner Wasserfall ist hier. Waren wir da drüben nicht schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Okay, hier ist ein Trailerpark. Werden wir mal schauen, ob wir Barry finden. Oh, Vögel. Okay, hier gibt es wieder Munition. Das ich musste ist ja zwar noch Barry bei der Hütte erreichen, aber wenigstens war ich aus dem Wald. Genau, jetzt haben wir erstmal. Was müssen wir noch mitten im Wald hier? Hallo? So, mal öffnen. Brauchen wieder Munition. Einmal Batterien. So, jetzt sind wir wieder schön bestückt. Bloß noch zwar 37 Schuss, aber ist ja fast voll. Ah, Zelt, mal eine Runde schlafen gehen. Okay. Schöner Trailerpark. Werden bestimmt gleich wieder Schattenmänner kommen. Oh, oh. Oh, hier ist ein Auto an. Kann man mit dem Auto fahren? Das wäre natürlich mal nicht schlecht. Kann man das aufmachen? Ich musste das Auto aus der Garage holen. Es würde mich schneller zu Barry bringen. Und die Scheinwerfer waren ein erfreulicher Bonus. Aha, wir brauchen also einen Schlüssel. Wir müssen den Garagenschlüssel finden. Der wird bestimmt hier drüben irgendwo drin sein. Hau ab. Drecksvieh. Los. Ist das hier Toiletten oder was? Oh, eine Manuskriptseite. Nehmen wir die mal.
Nightmares, Nighting schießt auf Weg. Der Befehl des FBI-Agenten ließ mich erstarren. Ich wollte mich ergeben. Es ging eh alles den Bach runter. Ich konnte aufgeben, es jemand anderem überlassen. Aber das hier war falsch. Es war Instinkt. Seine Haltung, wie er die Waffe hielt. Er war kein Freund. Unter dem Dröhnen der Schüsse sprang ich durch das Loch im Zaun und stolperte in die Finsternis dahinter. Okay. Ich denke mal, das wird irgendwann bald wieder passieren. Okay, gehen wir erstmal auf Toilette. Oh oh. Ist hier jemand? Hallo? Kann man das hier aufmachen? Nein. Kontrollpunkt gespeichert, das ist kein gutes Zeichen. Oh oh. Was ist das da? Garagenschlüssel, ha. Ich musste den Garagenschlüssel finden. Uah! Eine Geschichte ist keine Maschine, die einem gehorcht. Sie ist eine Bestie mit einem Eigenleben. Man kann sie erschaffen, sie formen, aber je größer sie wird, desto mehr fordert sie ein. Nur eine Sache zu ändern, setzt eine Kettenreaktion von Geschehnissen in Gang, die sich über die ganze Geschichte ausbreitet. Diese Geschehnisse müssen zur Logik der Geschichte passen. Nur ein Fehler und die Magie ist dahin. Die Geschichte stirbt. Alice stirbt. Okay. Ich hoffe, dass wir das noch verhindern können. Wo kam denn der so schnell her? Wo ist das? Wenn wir hier drüben bei dir... halt. Hier geht's raus. Gehen wir nochmal schnell auf die Frauentoilette gucken. Oh oh. Ach, das war ein Fass. Gehen wir hier bloß mal schnell schauen. Oh, was ist das? Jagdmunition. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, lassen wir mal auf dem Jagdgewehr. Ist hier noch irgendwo was? Hier ist nichts weiter. Okay, dann werden wir mal wieder rausgehen. Ich hoffe, es kommt keiner mehr. Oh oh. Das Auto ist noch da. Gibt es hier sonst noch irgendwo? Erstmal schauen wir uns noch mal ein wenig um. Wir müssen da rausfahren. Zumindest haben wir jetzt schon mal den Schlüssel. Kommen wir hier irgendwie in die Trailers rein. Da, von da aus kamen wir, das haben wir aufgemacht. Schade, weiter gibt es hier nichts weiter. Gehen wir hier hinten bloß nochmal schauen. Ja gut. Laufen wir mal hier ringsrum. Man weiß ja nie, ob irgendwo was Verstecktes hier noch rumliegt. Aber es sieht nicht so aus. Es gibt nur Manuskriptseiten und Batterien und Munition. So, werden wir das Ding mal aufschließen. Hat er schnell aufgeschlossen? Hallo? Ah, okay. Steig in das Fahrzeug ein. Machen wir mal. Hallo? Cool, können wir wieder ein bisschen Auto fahren. Beschleunigen RT. Okay. Oh, da ist jemand. Kann man den einfach über den Haufen fahren? Und wo müssen wir denn hin? Wir kommen überall welche. Einfach weg. Vorne einfach. Okay. Bisschen Bäume. Müssen wir aufpassen. Uah! Einfach wegfahren. Scheiße. Wo müssen wir denn hier hin? Hier rüber. Uah! Kann man da... Kann man da drüber springen? Ah ne. Kann man hier vorbeifahren? Ah, wir müssen nach links, ja? Oh. Hier müssen wir lang. Uah, du Hund, du. Okay. Wo ist denn... jetzt müssen wir hier hoch. Jetzt kommen wir zu Barry hoch, alles klar. Uah, so ein bisschen... Genau, hier müssen wir rein. Ah, hier ist dieses Sender und dann diesen Weg hier noch hoch. Den sind wir ja letztes Mal gelaufen. Ah. Oh oh. Kann man das hier beiseite schieben? Nein, müssen wir leider aussteigen, ne? Okay, brauchen wir nicht ändern die... So, Munition.
Die Leuchtpistole war vermutlich die bestmögliche Waffe gegen die dunkle Bedrohung. Jetzt haben wir eine Leuchtpistole. So. Gehen wir mal weiter. Wollen wir mal die Leuchtpistole nehmen? Ich weiß nicht. Ah, was? Ah. Ah, weg, weg, weg. Ich muss hier weg. Ihr Hunde. Ey, der schießt hier. Mist, nachladen. Ah, du Hund. Ah, ich kann nichts mehr machen. Frechheit. Ah, lass mich in Ruhe. Okay, das hätten wir geschafft. Also ich habe ganz schön Munition verbraucht. Oh, da kommt noch mehr. Ach du Scheiße. Okay. Okay, haben wir die erledigt. Wir haben bloß noch einen Schuss. Nehmen wir mal das Gewehr wieder. Mal nachladen alles. Wo ist denn eigentlich Barry? Das war weiter oben, oder? War das weiter oben? Bin mir gar nicht mehr sicher. Kontrollpunkt wurde gespeichert. Das ist doch mal nicht schlecht hier. Ah, hier waren wir. Es war der Entführer. Sie Mistkerl! Wo ist meine Frau? Schluss mit dem Blödsinn, Wake. Sie liefern das Manuskript und kriegen dafür Ihre Frau zurück. Ganz einfach. Ich kann nicht. Halt, hören Sie. Ich brauche Zeit, um es abzuschließen. Mir fehlt das Ende. Ich brauche eine Woche. Nicht fertig. Ich brauche eine Woche. Zwei Tage. Hier in der Nähe ist das alte Bright Falls Bergwerk. Sie können es nicht verfehlen, Städter. Im Hauptgebäude um 12 Uhr mittags. Sie geben mir das Manuskript und kriegen Ihre Frau zurück. Wenn nicht, tja, kapiert. Ja, ich verstehe. Okay, wir sollen in zwei Tagen die Manuskriptseiten oder unser Buch zu Ende schreiben. Oder wir müssen erstmal das ganze Manuskript zusammensuchen. Hallo? Geht mal weg hier. Hatte am Telefon über Vögel gesprochen. Boah, hallo? Was ist denn hier los? Das sind ja Hunde, ne? Okay. Oh, da liegt... Ist das neu? Ah, Munition. Das ist Leuchtfackeln. Das ist... Aha. Leuchtpistole. Alles schön einsammeln. Jetzt haben wir noch drei Schuss. Na... Was? Ah, The Darkness, okay. Jetzt haben wir noch drei Leuchtpistolenschuss. Oh oh. Ich renne lieber mal ins Haus rein. Ich bin so froh, dass du da bist. Ein paar sind reingekommen, bevor ich den Kamin dicht machen konnte. Das ist nicht normal. Wirklich unheimlich. Was ist das hier? Oh. Oh oh. Wie kommen wir denn da rein? Die Vögel besiegen Wieden. Ah. Ah. Jo, blöden. Müssen die Vögel besiegen, Wieden? Kann ich nicht einfach. Ah. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wo sind denn die? Laden wir mal nach. Würde ich lieber erstmal eine Leuchtfackel nehmen. Ja. Vielleicht müssen wir auch rausgehen. Ah. Von wo kommen die denn? Hallo? Sind sie weg? Nee. Über dem Haus bestimmt, oder? Warte mal, wir nehmen mal lieber eine andere Waffe. Halt.
Wo sind die denn? Hallo, ich bin doch hier. Kommt, kommt. Uah. Sind sie weg? Hallo? Uah. Uah. Ah, ich muss schnell ins Haus. Uah. Mal kurz warten, bis wir wieder Energie haben. Oh, jetzt müssen wir. Oh, oh, oh. Hier ist auch nichts. Wo sind denn die? Oh, das könnte ein bisschen länger dauern. Wow, wir hätten die Leuchtmunition hätten wir nicht verschwenden müssen. Aber wir haben noch Fackeln, glaube ich. Wir haben noch Fackeln. Ah. Oh oh, bekommt das mal keiner mehr rein. Wo sind die? Ach die Scheiße, die Fackeln halten nicht lange. Wo sind die denn? Ja. Ich will nicht rausgehen. Scheiße, wir haben die keine Leuchtmunition mehr. Die sind hier oben irgendwo. Ja, jetzt probieren wir mal rauszugehen, aber ich habe zu wenig Energie. Ihr Hunde. Ich muss erstmal schalter wieder rein. Wir hätten Leuchtmunition nehmen müssen. Okay, ich glaube besser, wenn wir. Wo sind denn die? Ich glaube am besten wäre das, wenn wir nochmal von vorne beginnen würden. Ah! Ja, die sind bloß gegen Licht. Wir hätten die Leuchtmunition nicht wegnehmen müssen. Wir hätten hier einfach warten müssen. Mit der Leuchtmunition eigentlich schießen müssen. Ah, Batterien. Das ist aber nett. Wow. Die Hunde. Okay, die sind zu weit weg. Liegt hier noch irgendwas? Ah, Leuchtmunition. Ah. Oh. Haben wir da was erreicht für? Weiß man. Na, viel zu wenig. Es wären ein bisschen weniger. War es das? Ah, das ist scheiße, wir haben die ganze Munition verschwendet. Hallo? Ah, da sind noch welche. Wie sind denn das noch? Uah. Wir haben das geschafft irgendwie. Aber das Problem, wir haben alle Munition verschwendet. Es tut mir echt leid, dass ich dachte, du wärst durchgeknallt, Mann. Ich schickte Barry in die Stadt, um nach einem Mann zu fragen, auf den meine Beschreibung des Entführers passte. Er sollte sich das Archiv der Lokalzeitung ansehen. Vielleicht konnte er was herausfinden. Irgendwas über die verschwundene Insel und die Hütte. Der Mann wollte ein Manuskript. Ich musste eins schreiben, um Alice zurückzubekommen. Für mich war das Übernatürliche immer eine Metapher für die menschliche Psyche gewesen. Etwas, das man beim Schreiben einsetzen konnte. Jetzt passierte das alles wirklich und ich brachte nicht ein Wort zu Papier. Barry Wheeler hier. Hier ist Rose. Rose? Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Oh, Sie wunderbares, kluges Mädchen. Könnten Sie und Mr. Wakes Sie abholen? Ich wohne in der Wohnwagensiedlung vor der Stadt. Wir sind in etwa einer Stunde da. Wiedersehen. Bis gleich. Einen schönen Tag noch. Kommen Sie bald wieder. Willkommen im Odeon. Gutes Kind.
Ende von Folge 2. Bisher bei Alan Wake. Alice war entführt worden. Alan, bitte hilf mir. Alice? Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Ich kann es nur meinem Agenten Barry erzählen. Verdammt, Barry, Sie töten sie. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Das Lösegeld ist ein Manuskript, das ich angeblich schrieb und das vor meinen Augen wahr wird. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. So dunkel. Ich habe nur ein paar einzelne Seiten gefunden. Ich will das ganze Manuskript. Die Deadline ist in 2 Tagen. Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Gutes Kind. Folge 3, Lösegeld. Wie zum Teufel ist sie überhaupt ans Manuskript gekommen? Ich weiß nicht. Sie hat's einfach drauf. Ich sagte ja, du warst zu hart zu ihr. Übrigens, ich bin bei meinen Recherchen auf ein paar unglaublich interessante Sachen gestoßen. Ja? Mr. Wake, hier ist Sheriff Breaker. Bei mir sitzt ein FBI-Agent, Agent Nightingale. FBI? Er möchte Sie gerne sehen. Sie sollten auf die Wache kommen. Okay, bin gleich da, Sheriff. Beeilen wir uns damit ein bisschen, ja? Kann ich helfen? Ich bin Randolph, der Verwalter. Wir wollen zu Rose, die Kellnerin aus dem Diner. Rose? Ja, nettes Mädchen. Und wer sind Sie? Ich bin Alan Wake. Der Schriftsteller, was? Ich habe im Radio gehört, dass Sie hier sind. Na, ich zeige Ihnen Ihren Wohnwagen. Rose ist ein nettes Mädchen. Zahlt immer pünktlich die Miete. Wie ich schon sagte, Al, ich habe ziemlich viel merkwürdiges Zeug im Archiv der Lokalzeitung gefunden. Dieser Ort ist verrückt. Verschwundene Leute, mysteriöse Todesfälle, moderne Legenden, die wahr werden. Okay, halt mal die Pappe. Das meiste davon hat sich in der Gegend vom Golden Lake abgespielt. Tja, da haben Sie recht, Mister. Die Indianer glaubten, der See wäre ein Tor zur Unterwelt. Ich bin eher der gottesfürchtige Typ. Ich glaube nicht an solche Dinge. Ja, okay. Es gab da jedenfalls eine Insel, die einem Typen namens Thomas Zane gehörte. In einigen Artikeln stand, er sei ein berühmter Schriftsteller. Ich habe recherchiert, aber nichts gefunden, was er geschrieben hat. Zane war begeisterter Taucher. So begeistert, dass die Insel schließlich Divers Isle genannt wurde. 1970 brach der Vulkan unter dem See aus und Zane ging mit der Insel unter. Okay. Ich glaube, wir sollen Randolph folgen, aber das werden wir erst in der nächsten Folge tun. Bis dahin. Ciao. Tschüss.